Hallo zusammen, ich habe hier einen Karthago und da haben wir einen Kühlschrank raus und einen Kompressor-Kühlschrank rein. Da war vorher ein Dometic drin, der kühlt nicht, wenn es warm ist. Und jetzt haben wir einen Kompressor-Kühlschrank reingemacht. Das sehen wir aus der Nähe. Wir sehen hier das Fach von außen. Normalerweise sitzt hier das Gitter drauf und wir sehen, hier ist die alte Gasleitung, da haben wir einen Stopfen drauf gemacht. Ist ein Zekop-Kompressor BD50 mit R600A, also organischem Kältemittel, biologisch abbaubar, ja, alles was nötig ist. Ja, der Kühler läuft hier drin, läuft nur noch auf 12 Volt, die Elektrik umgehängt, dass er auf 12 Volt läuft, weil das Fahrzeug hat ein Ladegerät drin, also das kann während der Fahrt laden. Es hat Solar mit 200 Watt auf dem Dach, das müsste für den Kühlschrank reichen. Früher war hier ein Dometic drin und die Bandung war hier links, also die Scharniere auf der linken Seite. Jetzt sind wir hier auf der rechten Seite, weil wir können diesen Verschluss hier nicht aufmachen, hier reindrücken und aufziehen. So haben wir den Kühlschrank, den Tiefkühler und hier auch der Kühlschrank, der geht dann so auf. Der Kunde hat gesagt, ja, meistens sitzen sie wohl so hier und reintragen geht das Gleiche. Wir sehen hier, geht er so auf, ist drin, wir haben hier oben die Abdeckung, hier oben ist noch Rest von der Steuerung. Und hier unten sitzt dann der Kühlschrank. Ja, normaler Kühlschrank. Wir haben hier die Bedienung. Wir haben hier den Hauptschalter. Da könnte man lange drücken. Dann geht er an. Der Kühlschrank lässt sich jetzt nicht mehr übers Hauptpanel steuern. Also ich muss den hier separat ein- und ausschalten. Der Einbauaufwand für so einen Kühlschrank ist bei uns 4 Mannstunden, 2 Mann, geht besser zum Reintragen, etwa 2 Stunden. Also am besten das Fahrzeug, wenn ihr so einen Kühlschrank möchtet, bringen, stehen lassen eine Woche, weil zurzeit ist Chaos, aber das ist ein anderes Thema. Oder lieber dann im Winter ausrüsten, im Herbst schon Termin ausmachen, dass wir euch den Kühlschrank, einen Absorberkühlschrank ersetzen können, der nicht funktioniert. Hier oben mache ich euch ein Video, separat nur über den Kühlschrank. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.